Heute die Macht der Hypnose. Heilung durch Trance? Ein paar Berichte habe ich schon darüber gelesen. Was ich davon heute kann ich schlecht sagen, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist zu der normalen alternativen Medizin. Ich kann davon nichts halten, ich habe das noch nie gehört, dass das gibt. Ja, das habe ich schon gehört. Wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen skeptisch, aber einen Versuch, denke ich, wäre es doch wert. Für Leute, die darauf ansprechen, sicher gut. Wenn es richtig gemacht wird, finde ich es ganz gut. Also ich wusste es nicht, aber ich würde auch nichts davon halten, muss ich ehrlich sagen. Ich würde das nicht wollen. Prinzipiell, ich würde es mir nicht wünschen für die Behandlung für mich. Und ich denke, wenn es nicht von jemandem, der wirklich damit umgehen kann, angewendet wird, kann ich mir vorstellen, dass viel Schaden angerichtet wird. Ich möchte mein Bewusstsein behalten und ich möchte Herr meiner Sinne sein und mich nicht von jemand anderem irgendwas einreden lassen. Wenn es angesagt wäre, könnte man das schon vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Überhaupt kein Problem damit. Da müsste ich mehr an Informationen einholen, weil das ist eine gewisse Mutfrage, OPs speziell. Also brauche ich nicht, danke. Muss halt nur von wirklich sehr guten Leuten gemacht werden, weil ich denke, man kann, wenn man an der Psyche herumpfuscht, auch ziemlich viel Schaden anrichten. Heilung durch Hypnose. Für viele Menschen ist das offensichtlich noch ein großes Mysterium. Die meisten haben Angst vor dem Kontrollverlust. Das ist nicht verwunderlich, wenn man daran denkt, dass in den Medien, die wir sehen, mit den Showhypnosen oft Bilder gezeigt werden, die viele ein bisschen in Angst und Sorge versetzen. Dass aber die Hypnotherapie mittlerweile eine seriöse Wissenschaft ist und es wissenschaftliche Belege dafür gibt, auch wenn noch nicht alles restlos aufgeklärt hat, darüber besteht kein Zweifel mehr. Herzlich willkommen hier in der Runde und vor dem Bildschirm zu einem weiteren gesunden Gespräch auf ORF3 aus dem TechGate Vienna. Das, was uns heute am Herzen liegt, ist darüber zu diskutieren, ist Hypnose und Hypnotherapie ein seriöses medizinisches Heilverfahren, das in der Zukunft, in der Medizin für uns alle jederzeit verwendbar und einsetzbar ist? Dazu begrüße ich bei mir im Sprechzimmer folgende Gäste. Außerordentliche Universitätsprofessorin Dr. Henriette Walter, Europas einzige Ärztin, die ihre Habilitation über Hypnoseforschung gemacht hat. Sie leitet den Universitätslehrgang für medizinische Hypnose. Sie sagt: Für meine Patienten bin ich die Fremdenführerin auf noch unbekanntem Terrain. Dr. Matthias Mende, Psychotherapeut und Lehrtherapeut für Hypnosepsychotherapie, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der deutschsprachigen Hypnosegesellschaften. Er meint: Hypnose wird nicht einfach verabreicht wie ein Medikament zur Symptomlinderung, sondern sie kann Entwicklungsschritte für eine neue seelische Balance einleiten. Und Dr. Tobias Konrad, Arbeitsmediziner, Kurarzt, Präventivmediziner, arbeitet in seiner Praxis mit Meditation statt mit Medikamenten. Sein Credo: Achtsamkeit ist der Beginn von Gesundheit. Grundsätzlich möchten wir heute über die Möglichkeiten der Hypnosetherapie aufklären in dieser Sendung, aber erlauben Sie mir am Anfang eine sehr persönliche Frage an Sie. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Walter. Was fasziniert Sie selbst an diesem Thema? Immerhin haben Sie eine Habilitation über dieses Thema gemacht und praktizieren auch. Genau. Also mich hat immer die Forschung interessiert. Das war so der Zugang. Warum gibt es sowas? Der Zugang war ein sehr kritischer. Immer gedacht, das ist mir nicht geheuer. Das möchte ich jetzt wissen, wie das funktioniert. Das war mein Zugang. Für Sie? Der persönliche Weg hinein? Mein Zugang war so, dass ich als Flugbegleiter arbeitete und begonnen hatte, Medizin zu studieren und sehr unter dem Jetlag litt und Methoden suchte, mich mental so konzentrieren und fokussieren zu können, dass ich studieren kann. Das war mein Zugang zur Meditation, dann kam es zur Selbsthypnose und später zur Hypnose. Und bei Ihnen? Ja, mein Zugang war, dass ich sehr früh
bei meinem Studium in Wien an einer wissenschaftlichen Untersuchung teilgenommen hat, Leitung Professor Berner, damals Vorstand der Psychiatrie, durchgeführt von Professor Gutmann am Psychologischen Institut, und habe einfach eine professionelle Hypnose-Einleitung bekommen, an diesem Experiment teilgenommen und war fasziniert von der Erfahrung. Und dann vergingen viele Jahre, ich habe mich dann als Psychologe erst in der Diagnostik betätigt und dann eine Therapieausbildung gemacht, und da war es klar, es kommt eigentlich nur Hypnose-Psychotherapie in Frage. Und das war zu einer Zeit, wo die Hypnose-Psychotherapie in Österreich erstmals verankert wurde gesetzlich als eine vollwertige, vollständige Psychotherapiemethode, genau wie Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gestalttherapie. Ja, wir sind in der glücklichen Lage in Österreich, hier eine gute gesetzliche Basis für die Ausübung von Hypnose-Psychotherapie zu haben. Bevor wir auf das Gesetz und diese Dinge eingehen, denke ich mir, wir haben das in dem Beitrag gesehen. Für viele Menschen ist das noch immer was Unheimliches. Wollen Sie uns ein bisschen einführen in dieses Thema, wenn ich eigentlich jemandem sage, damit du Zugang zu deinem Unterbewusstsein bekommst, schalte ich einmal bei dir das Bewusstsein ein, und dann sagen ja die Leute auch, und dann verliere ich die Kontrolle und das mag ich gar nicht. Genau. Führen Sie uns ein bisschen in das Thema ein, was passiert da wirklich, damit man sich vorstellen kann, was ist der wissenschaftliche Hintergrund, was spielt sich da ab im Gehirn? Genau, also ich glaube, prinzipiell wird einmal der Zustand der Hypnose bei Weitem überschätzt und die Wirkung, die danach kommt, wird unterschätzt. Das trifft ziemlich die Sache genau. Die Hypnose ist ja nichts anderes als Trance-Zustand, also der Zustand fokussierter Aufmerksamkeit. Wenn wir Fernsehen schauen, dann sind wir nach spätestens einer halben Stunde in einem Art inneren Trance-Zustand. Trance plus Suggestion. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wie definieren Sie Trance? Damit wir auch da, was ist Trance? Trance ist ein nach innen gewandter Zustand, wo man sehr fokussiert ist, sehr aufmerksam ist, aber nach innen und damit sozusagen nach außen so ein bisschen, also alles, was außen ist, geht auf Distanz. Man hört vielleicht einmal, man ist so absorbiert von etwas, man liest ein Buch, das so spannend ist, dass man die Klingel nicht hört. Oder man schaut Fernsehen und ist so begeistert von dem, was ich gerade sehe oder höre, dass man einfach nicht wahrnimmt, ob wer sagt, magst du einen Tee? Und man reagiert nicht. Das ist dieser Zustand der beginnenden Trance. Das ist, damit ich es richtig verstehe, Sie korrigieren mich. Ja. Das ist sozusagen, ich beginne einzutauchen. Ja, genau. Das ist die erste Phase oder die erste Stufe ist die Trance, die auch ohne, dass ich mich einer Therapie bei Ihnen aussetze, einmal erreichen kann. Genau. Das finde ich ein wunderschönes Beispiel. Ich lese ein spannendes Buch, ich höre das Läuten an der Tür nicht. Genau. Wie geht's weiter? Das kann sich vertiefen. Aber das wäre noch immer, also das ist, das bleibt Trance-Zustand. Da gibt es jetzt Ideen dazu, dass es verschiedene Tiefengrade gibt. Andere sagen, es gibt keine. Also da gibt es dann schon da sind wir schon in der wissenschaftlichen Diskussion. Aber wir brauchen noch was. Die Trance alleine wäre nur Meditation. Es wäre noch keine Hypnose. Trance plus Suggestion, das ist dann die Hypnose. Jetzt müssen Sie drei mir helfen. Ja. Meditation, jetzt beginne ich die Brücke zu bilden. Sie machen das mit der Meditation. Stellen wir jetzt ein bisschen die Meditation gegenüber und versuchen wir dann sozusagen in die nächste Stufe zu gehen. Ja, gerne. Also ja, das ist so interessant. In der Meditationsanleitung geht es eher um was Unspezifisches. Das ist jetzt eher so die fokussierte Aufmerksamkeit nach innen. Man lenkt den Geist eher dorthin, wo er sonst nicht ist. Man verschwendet keine Energie mehr für irgendwelche anderen Gedanken. Mit welchem Ziel? Für mich eindeutig innere Beruhigung, Fokussierung, Regeneration. Ein Zustand der Gelassenheit der inneren Ruhe, in dem Heilung geschehen kann. Aber noch ganz unspezifisch. Da ist noch keine Suggestion gegeben. Es ist nur beispielsweise das pure Fokussieren auf den Atem. Sonst gar nichts. Das, was wir auch sehr stark aus dem asiatischen Raum kennen, was dann jetzt immer mehr sozusagen in die westliche Welt Einzug gehalten hat. Genau. Und jetzt, sozusagen, jetzt haben wir die ersten beiden Phasen, die Trance und die Meditation und auch die Unterscheidung. Und jetzt
sozusagen, wo beginnt das therapeutisch oder wo beginnt die Tiefe? Ja, ich möchte aber trotzdem zur Transinduktion noch etwas sagen, weil für mich ist also eine Transinduktion dadurch gekennzeichnet, dass man gleichzeitig gut konzentriert ist, fokussiert ist, die Aufmerksamkeit geht dorthin, wo man sie gerne haben möchte und dabei entspannt. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Das ist ja ein Zustand, den man sich wünscht bei Prüfungen, Auftritten, hier, also ja, gleichzeitig konzentriert und entspannt zu sein. Und wenn wir jetzt uns praktisch in eine Trance begeben, wird es immer leichter, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo es gut tut. Also weg von einer ängstlichen Befürchtung hin zu einer Möglichkeit, sich einzulassen unter der Führung des Therapeuten in einer geschützten therapeutischen Beziehung. Dadurch wird es ermöglicht, jetzt kommen wir zur Therapie, sich auf Erfahrungen einzulassen, die einem zeigen, oh, vielleicht sind die Dinge doch ganz anders, als ich mir das bisher so gedacht habe. Ja? Oh, vielleicht ist es doch ganz sicher, mich auf diese soziale Situation, zwischenmenschliche Situation einzulassen. Und es passiert nichts weiter. Hypnose als Therapieform ist vor allen Dingen eine erlebnisorientierte Therapie. Man erlebt in der Trance, die Dinge können anders sein, als ich mir es bisher erlauben Sie mir gedacht habe. So ein, hier kurz als Laie zu fragen. Die Sorge, und wir haben das hat mich sehr beeindruckt, auch bei dem Beitrag, den wir gesehen haben, ist, ich verliere aber die Kontrolle. In der Meditation, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, habe ich noch sozusagen die Entspannung, aber noch irgendwo die Kontrolle. Hier gehe ich jetzt unter Anleitung des Therapeuten eine Stufe tiefer. Und wie können wir den Menschen die Angst nehmen? Was passiert? Bin ich wirklich ohne Kontrolle? Bin ich wirklich willenlos? Da gibt es ja eben auch aus Kriminalfilmen und anderem, da wird man dann manipuliert, dann erzählt man Dinge, die man nicht erzählen möchte. Nicht? Das, ist ja, das sind die Klischees über die Hypnose. Da können wir noch mal besonders darauf eingehen, aber danke, dass Sie die Frage stellen, weil zu mir kommen die Menschen typischerweise nicht, um Kontrolle zu verlieren, sondern um Kontrolle zu gewinnen über Lebensbereiche, wo sie bisher kaum Kontrolle haben. Ein depressiver Patient, der von seinen Gedankenkreisen gefangen ist, ja? Ein Zwangspatient, der in seinen Zwängen steckt, ein Angstpatient, der vermeidet. Die wollen Kontrolle gewinnen und nicht verlieren. Und mir hat im Beitrag gefallen, die Frau, die gesagt hat, oh, ich möchte aber Herr meiner Sinne bleiben. Genau, Hypnose hilft den Menschen, Herr ihrer Sinne zu bleiben, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, die Möglichkeiten auf ihre Wahrnehmung sich zu konzentrieren und die Kontrollmöglichkeiten zu erweitern. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist ja, was mache ich mit meiner Aufmerksamkeit? Das macht für uns, steuert für uns die Wirklichkeit, ja? Wo ich mich mit meiner Aufmerksamkeit befinde. Ich möchte am liebsten die Sendung abbrechen und die erste Sitzung mit Ihnen jetzt beginnen, wenn wir eine hypnotische Schau haben. Warum haben die Menschen so Angst davor? Das klingt ja alles wunderbar. In Wahrheit erweitere ich mein Bewusstsein. Ich kann mich mit Dingen, wo ich vielleicht eng bin, ein bisschen. Warum habe ich dann so eine Angst? Woher kommt das? Ich glaube, das kommt sicher aus der Showhypnose. Können Sie vielleicht da erklären, was das ist, die Showhypnose? Showhypnose ist nichts anderes als ein geschicktes, trickreiches Vorgehen, wo man eine Pseudo-Hypnose erzeugt. Hat nichts mit medizinischer Hypnose, therapeutischer Hypnose zu tun, sondern es geht einfach trickreich. Das kannst du, glaube ich, hast das früher sehr gut erklärt. Es ist etwas, wo man sagt, die Showhypnotiseure verwenden eine Fähigkeit, die jeder Mensch mitbringt. Wir alle haben die Fähigkeit, in Trance zu gehen. Und hinten auch sagen sie es, ich habe es gemacht. Ich habe sie hypnotisiert. Mhm. Und es stimmt nicht. Und das ist das, was die therapeutisch Anwendenden halt immer den Showhypnotiseuren vorwerfen, weil es stimmt nicht. Aber jetzt bin ich provokant zu Ihnen. Kommt, ja? Wieso wird dann behauptet, nach diesen Blitzhypnosen, dass manche Leute sagen, ich erinnere mich nicht an den Namen, ich kann das andere nicht, da ist etwas mit mir passiert, da hat mich jemand manipuliert. Genau, das sind soziale Effekte. Und soziale Effekte sind ja oft entweder, man ist eh froh, wenn man sich nicht erinnern, also wenn man irgendwas gemacht hat, mit einem Sessel getanzt oder so, ist man sehr froh, dass man sich dann nicht erinnern muss.
Und das sind einfach, oder man, wie du das früher erzählt hast, man gehorcht. Ja. Ja. Man sagt dann einfach, man hat das, es ist so eine Art Wettkampf, der vielleicht entsteht. Nicht? Der schickt welche weg, die nicht wollen. Ja. Dass in der Showhypnose wird nicht die Suggestibilität getestet, die Empfänglichkeit für Suggestionen, sondern die Kooperativität. Der Hypnotiseur hat ein Auge dafür, wer kooperiert am besten. Den sucht er sich aus und bringt ihn in einen Zustand, wo es für ihn unmöglich wird, nicht zu kooperieren. Hm? Zum Beispiel bei der bekannten Trance-Induktion in Anführungszeichen, der Hypnotiseur geht schnell mit der Hand am Kopf, die Augen schließen sich, der Mensch wird steif, legt sich am Boden, liegt flach auf der Bühne. So, was mache ich jetzt? Das sind bühnenunerfahrene Leute, kooperative Leute und sind dankbar für jeden Hinweis, der sie aus dieser unangenehmen Lage befreit. Das heißt, der oder diejenige empfindet in dem Augenblick, ich kann nur starr so liegen, weil das so gemacht wurde? Nein, was soll ich jetzt tun? Jetzt liege ich mal da und kooperiere. Ja. Mir geht's gut? Okay, mir geht's gut. Ich mache dies? Okay, mache ich dies. Und ab da wird kooperiert und dann werden Dinge gemacht, die peinlich sind oder die außerhalb des üblichen Verhaltensspektrums der Person liegen. So entsteht das Klischee, das lasse ich mit mir nicht machen, weil offensichtlich, versteht, das hat dann mit der seriösen Medizin und dem, was Sie alle tun, ja überhaupt nichts. Das muss man in aller Deutlichkeit hier sagen. Und die Leute sind kaum jemals in Trance. Ja? Und dann wird geschnippt und du hast alles vergessen. Genau, das ist die berühmte Geschichte. Ja. Mach mal so und alles. Dann ist man echt froh. Wenn ich was Peinliches gemacht habe, bin ich hochgradig bereit, das wieder zu vergessen, wenn ich nur die Erlaubnis dafür bekomme, da muss ich nicht in Trance gewesen sein. Dann würde ich gern sozusagen, vielleicht haben wir jetzt für viele ein bisschen die Türen geöffnet, dass sie etwas mutiger in diesen Raum Hypnose eintreten. Wem würden Sie und mit wem machen Sie das in der Ordination als geeignet halten für Meditation? Und dann würde ich Sie beide auch gerne fragen für Hypnose. Welche Menschen, ich verwende jetzt das Wort Patienten oder auch Nicht-Patienten, sind für Sie ideale Kandidaten, wo diese Therapie sehr wirksam ist. Bei wem wenden Sie das? Sie haben das in Ihrem Statement so nett gesagt, sozusagen statt Medikamenten. Ja. Also, ganz werden Sie sie nicht weglassen, aber wer ist für Sie geeignet? Geeignet sind Leute mit einer guten Vorstellungskraft und Leute, mit denen es auch Freude macht, sich erstmal zu unterhalten über das Leben, über die Ziele, über die Wünsche. Es sind ja, Welche Indikationen? Die sind vielfältig. Als allgemeine Mediziner habe ich viel mit Schmerzpatienten zu tun, mit Patienten mit Ängsten, mit onkologischer, auch krebsbegleitender Therapie, beispielsweise durch Chemotherapie, durch alle möglichen, also man könnte so sagen, in der Einzeltherapie gehen wir wirklich auf die Indikationen, auf die ganz spezifische Erkrankung ein, während in der allgemeinen, wo ich halt in Bad Arzmannsdorf Kurarzt bin, wenn ich da am Abend eine Meditation anleite, dann kommen Menschen mit unterschiedlichsten Problemen. Da geht's, das heißt, auch in Gruppen machen Sie in das? In Gruppen, mit Gruppen. Und da geht es um Erholung, um Regeneration und Entspannung. Und für Sie beide, wenn die Menschen, die zu Ihnen in die Ordination kommen, sind vorwiegend welche? Und welche sagen Sie, nein, da bin ich die Falsche oder der Falsche, da müssen Sie woanders hin? Und wo sagen Sie, das sind genau die, von denen ich glaube, das könnte helfen? Genau, also ich kann das nur unterstreichen. Es ist nicht die Diagnosen, die wir im ICD oder so verwenden, bilden nicht die Indikation, sondern die Menschen. Also wichtig ist, dass jemand Hypnose möchte. Wenn jemand sagt, ich will eigentlich nicht, aber ich komme doch zu Ihnen, dann müssen wir zuerst klären, was der Wunsch eigentlich ist. Also ich handle nur nach therapeutischem Auftrag. Ja, also wenn jemand sagt, ich will nicht, dann ist okay, muss ich nicht sein. Darf ich da eine kurze Zwischenfrage? Ja. Kommen die Leute von sich selbst heraus mehr, die sagen, ich will Hypnose, ich habe da was gelesen, oder werden sie auch von Kollegen und Kolleginnen Ihnen zugewiesen? Beides. Und ich habe ein paar Spezialgebiete, also zum Beispiel Alkoholabhängigkeit, da kommen viele und sagen, ich habe gehört, sie machen das und sie unterstützen eben den Weg in die Abstinenz. Prinzipiell ist Hypnose immer was den Weg wohin unterstützt, in die Heilung, in die Gesundheit, in die Schmerzlinderung oder Freiheit, je nachdem. Noch eine Nachfrage, weil Sie Alkoholkrankheit gesagt haben.
da setzen Sie das als alleinige therapeutische Maßnahme ein oder unterstützend zu, in einem, sozusagen, eine Vielzahl von anderen Maßnahmen auch? Genau, die medizinische Hypnose ist immer was kombiniert mit Medikation, kombiniert mit anderen. Also nicht als eine Monotherapie? Nie als Monotherapie. Ja. Wer kommt zu Ihnen? Wer sind die Menschen, wo Sie sagen, die sind eigentlich ideale Kandidaten, dass Ihnen das, was ich Ihnen geben kann, hilft? Also ein Hauptgebiet, unser Hauptgebiet sind Traumapatienten. Ein weites Spektrum. Ja, vielleicht eine Definition für uns, was ist ein Traumapatient? Ein Traumapatient ist jemand, der ein oder mehrere Traumata erlebt hat. Das sind also seelisch massiv überlastende Erfahrungen, die also das Gehirn überschwemmen und in einen Alarmzustand versetzen, der nicht von alleine wieder aufhört. Ja, das sind dann Menschen... Beispiel vielleicht? Ja, also wenn, sagen wir natürlich, wir hatten jetzt vor einigen Jahren schon wieder her einige Patienten, die so sexuellen Missbrauch erlitten hatten, durch Kirche in Internaten. Und die Jahrzehnte später, wie das einmal in den Medien war, dann erneut das bis dahin kompensierte Trauma wieder aufgetaucht wieder ist. Mit Nervosität, Schlaflosigkeit, was wir so als Hyperarousal bezeichnen, wenn das ganze vegetative körperliche System einfach auf einer hohen Drehzahl kocht, dann kann es leicht zu Ängsten kommen. Schmerzen, Depressionen, Trauma Ängsten, und völlig unterschiedliche Art. Genau. Ja. Etwas, wenn ich Ihnen dreien so zuhöre, eine Frage an Sie. Das hängt doch sehr viel mit Sprache zusammen. Sie setzen sich ja in die Welt dann damit auseinander. Jetzt, welche Bedeutung, jeder von uns, auch wenn ich uns vier sprechen höre, hat so seine eigene Sprache, seine Sprachmuster. Was bedeutet das im therapeutischen Dialog eigentlich? Wie individuell müssen Sie darauf eingehen? Wie sehr spielt das eine Rolle, die Muster, die Sie selbst einbringen in diese Begegnung? Mhm. Ich denke, das Wichtigste ist, authentisch zu sein. Das heißt, man muss. Das gilt jetzt für den Therapeuten. Für den Therapeuten. Der Therapeut muss authentisch sein. Wenn Sie nicht authentisch wären, glaubt Ihnen niemand was. Nicht? Und ich glaube, genau das Gleiche gilt auch für die Hypnosesituation. Und natürlich beginnt man ja mit der Therapie vor allem einmal mit Zuhören. Ich muss erfassen, wo sind die Stärken dieser Person, wo sind die Hobbys, wo kriege ich Ressourcen, nennt man das dann, her, die ich dann in der Hypnose verwenden kann. Also jemand, der gern läuft und ich sage in der Hypnose, wie schön es ist, in der Oper zu sitzen, wird vielleicht nicht ganz so richtig, wird nicht gut ankommen. Verstehe. Möglicherweise. Frage noch an Sie beide. Das ist das Verbale. Welche Rolle spielt das Nonverbale? Wie kann ich mir das in der Hypnose vorstellen? Ja, das Nonverbale ist enorm wichtig, wobei in der Psychotherapie das standardmäßig nicht durch Berührungen erfolgt, sondern durch nonverbales Angleichen. Zum Beispiel, dass der Therapeut das Atemmuster des Patienten aufnimmt oder den Rhythmus, das Timing. Timing ist was extrem Wichtiges, ne? Und dass man praktisch nonverbal spürt, wie schnell oder langsam ein Patient ist. Ja? Wenn ich jemanden, wenn ich sein Timing nicht aufgreife, nonverbal, und ich gehe mit der Trancearbeit voran, bin zu schnell, komm, verliere ich ihn. Aber das heißt, bin ich zu langsam, extreme dann wird er ungeduldig. Das heißt aber, was es von Ihnen erfordert, ist eine extreme Sensibilität. Ich habe so Bilder im Kopf, wenn man so diese beeindruckenden, sinnlichen Tango-Tänzer sieht. Das ist ja auch, wenn zwei Menschen völlig aufeinander eingehen, in der Bewegung, in der Spannung, in allem. Das heißt, was es von Ihnen dreien fordert während der Therapie, ist ganz stark diese Wahrnehmung des Vis-à-vis. Ja. Ja. Um dann mit positivem Inhalt, aber in dieser Schwingung des anderen sozusagen hinwegzuführen aus dem, wo er steckt. Nonverbal, ja. Ich mache dem Patienten einen Vorschlag und sage dann mal nichts. Und weiß, da läuft jetzt ein Prozess. Und dann spüre ich irgendwie, der kommt zu einem Ende oder es gibt ein Fingersignal, ne, auf nonverbaler Ebene und fangen dann wieder an zu sprechen. Und wenn der Rapport
das nennen wir Rapport, also die intensive Beziehung zwischen Patient und Therapeut gut stimmt, dann erwischt man den Moment eben auch gut und es geht ganz spielerisch. Darauf würde ich gerne später noch einmal zurückkommen, ja. Das glaube ich sehr schön. Wie vielfältig der therapeutische Einsatz der Hypnosetherapie sein kann, das zeigt uns der nächste Bildbeitrag. Können Hypnose und Meditation wirklich Schmerzen lindern, Ängste mindern, Süchte beenden und Nervenbahnen verändern? Was unglaublich klingt, ist wissenschaftlich bewiesen und dennoch in seiner Wirkweise nicht vollständig geklärt. Die Veränderungen im Gehirn sind aber messbar. Hypnose ist vom Prinzip der Weg vom Wachbewusstsein hinein in die Trance. Und die Trance ist ein spezifischer Zustand, ein spezifischer Bewusstseinszustand, wo es primär auf eine fokussierte Aufmerksamkeit nach innen geht. Hypnose als Definition ist also mehr oder weniger eine subtile Form von verbaler und nonverbaler Kommunikation. Das heißt, eigentlich geht es ums Reden, um das mit dem Patienten kommunizieren, verbal wie nonverbal, um eine entsprechende Beziehung zu dem Patienten aufzubauen, sodass der sich sicher fühlt, eine Compliance entwickelt, also eine Bereitschaft zur Mitarbeit. Und wenn die Bereitschaft zur Mitarbeit in der medizinischen Situation da ist, dann können wir Ärzte arbeiten. Immer noch denkt man an okkulte Sitzungen, in denen Menschen in totalem Kontrollverlust als gefügige Marionetten anderer Leute Befehle ausführen und sich nachher nicht einmal daran erinnern können. Doch anders als Zirkusshows suggerieren, hat die Hypnose einiges zu bieten. Heilen in Trance ist weder Scharlatanerie noch mystische Spinnerei. Die Hypnose bei uns Ärzten ist primär ein therapeutisches Instrument, primär zur Symptombewältigung, während es in der Hypnotherapie, also in der psychotherapeutischen Anwendungsweise, um die Ursachen geht. Bei uns geht es also um die Symptome. Wenn ich beispielsweise einen Würgereizpatienten da sitzen habe, dann geht es mir nicht darum, dass der irgendeine Vorgeschichte hat, warum er diesen Würgereiz hat, sondern mir geht es darum, dass ich meine Arbeit als Arzt machen kann, nämlich beispielsweise einen Abdruck, ohne dass er erbricht. Während der therapeutischen Hypnose weiß der Hypnotisierte ständig, was er tut. Wie im wachen Zustand kann er seine Antwort abwägen und nur das verraten, was er will. Allerdings erinnern sich Hypnotisierte an Vergessenes und Verdrängtes und erkennen Zusammenhänge, die im Unbewussten liegen und wirken. Der Trance-Zustand ist also keineswegs das Abgeben von Bewusstsein, sondern bedeutet, gleichzeitig konzentriert und entspannt zu sein, vergleichbar mit fokussierter Konzentration, die wir beispielsweise auch beim Lesen eines spannenden Buchs erleben. Die Hypnose schaltet das Wachbewusstsein aus und wir arbeiten nur mit dem Unterbewusstsein. Das Wachbewusstsein ist ein Filter und filtert, was gut ist und was schlecht ist, was glaubwürdig ist und was nicht glaubwürdig ist. Und das Unterbewusstsein nimmt alles so auf, wie man es ihm sagt. Hypnose findet allerdings nicht nur auf der Bühne und im medizinischen Bereich Anwendung. Sportler, und hier insbesondere Spitzensportler, arbeiten hart an ihren körperlichen Fähigkeiten. Um tatsächliche Spitzenergebnisse zu erzielen, genügt das jedoch nicht immer. Im Sport wird die Hypnose angewendet, um Blockaden zum Beispiel zu lösen. Bei Kletterern, wenn sie Sturzangst haben, dass sie über gewisse Punkte einfach drüber kommen. Bei Skifahrern, dass sie nach einem Sturz ihre Ängste bewältigen. Einfach um Blockaden zu lösen, um wieder an die Leistungen zurückzukommen. Bei Dartspielern, bei Golfspielern, um die Konzentration zu stärken. Da kann man mit Hypnose sehr viel bewirken. Hypnose ist aber kein Allheilmittel, sondern eine höchst individuelle Therapie. Nicht jeder Mensch kann sich darauf einstellen und einlassen. Der große Vorteil der Hypnose im Vergleich zur sonstigen Medizin ist die Zuwendung. Hypnotische Medizin ist Zuwendungsmedizin. Und das ist das, was in der heutigen Zeit in der allgemeinen Schulmedizin mehr oder weniger vollkommen den Bach runtergeht, die echte Zuwendung. Und Sie brauchen nur schauen, wenn man mit einem Menschen wirklich intensiv spricht, wenn man den wahrnimmt beim Gespräch, dann ist das Gespräch ein komplett anderes. Hypnosetherapie ist nicht für jeden geeignet. Wann würden Sie sie als kritisch empfinden und welche Menschen würden Sie sagen, nein, da mache ich diese Therapie nicht? Also ich würde Hypnose nicht anwenden bei Menschen mit schizophrenen Erkrankungen oder akuten Psychosen.
Oder wenn jemand, das ist zum Beispiel mir mal passiert, ruft jemand an und sagt, mein Name ist Walter und ich weiß, dass auch Sie Walter heißen und deswegen müssen Sie mich hypnotisieren. Das war völlig klar, das nicht. Also das sind dann Wahnpatienten, die, also da würde man mit der Hypnose nichts Gutes tun und würde auch völlig nicht therapeutisch wirksam werden. Wer ist für Sie nicht geeignet? Ja, wen würden Sie ablehnen? Es gibt eine eindeutige Kontraindikation. Das ist, wenn der Kontakt, der zwischenmenschliche Kontakt in Frage gestellt ist und die Kommunikation nicht eindeutig sein kann, wie bei Wahnkranken, Psychotikern. Das heißt, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, der Patient sieht mich während und nach der Trance noch genauso, wie ich vorher war. Das ist die eine. Aber entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber teilweise, wenn Sie den Patienten nicht kennen, wissen Sie das beim ersten Kontakt nicht. Ich komme rein, sage Merin, grüß Gott, setz mich hin und fragen Sie mich, warum ich komme. Ich sage, ich bin immer so traurig. Das heißt, Sie versuchen auf mich einzugehen und natürlich auch eine medizinische Krankengeschichte zu erarbeiten für sich. Aber ganz wissen Sie es noch nicht. Es kann passieren, dass erst im Verlauf oder Sie erkennen, der Merin, der ist irgendwie nicht ganz der geeignete Kandidat. Ja, manche Kollegen machen gleich in der ersten Stunde eine Trance, ich nicht. Ich brauche mindestens die erste Stunde, um die Anamnese zu machen, den Hintergrund, eine Diagnostik zu machen. Das heißt, das ist überhaupt nur Gespräch, da wird noch gar nichts gemacht. Genau, um mich zu vergewissern, ob das auch professionell möglich ist. Gleichzeitig ist es ein guter Filter, ob der Patient den Geduldsfaden aufbringt und noch mal zuwarten kann, bevor dann die erste hypnotische Sitzung frühestens in der zweiten Stunde dann stattfindet. Also eine genaue Diagnostik ist absolut unerlässlich, sonst befinden wir uns auf ganz wackeligen Boden. Ja. Sie können sich beiden anschließen oder wollen noch was ergänzen, wie Sie das selbst handhaben? Ja, es kommen manchmal skurrile Anfragen, wie beispielsweise die Erinnerung an etwas wieder hervorzurufen. Und da muss man vorsichtig sein, weil es soll nicht so wie ein Wahrheitsserum sozusagen sein. Und das ist es auch selten, weil wir wissen, dass die Erinnerungen oft konstruiert sind. Unsere biografischen Erinnerungen sind konstruiert und sie könnten manipuliert sein. Und das ist so ein Gebiet, wo ich mich unwohl fühle. Eine Ausnahme gibt es, wenn ich das sagen darf. Ja, natürlich. Jemand kommt und sagt, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich finde ihn nicht wieder. Das macht eine Trance und die Erinnerung kommt und er schaut nach, da ist er. Das geht. Wirklich? Ja, das ist okay. Diese Situationen gibt es in der Ordination? Wirklich? Ja, ich meine, manchmal. Okay. Ja. Codes und so Dinge, ja. Sprachbuch. Ich glaube, jetzt werden Sie drei einen Zulauf haben. Sie werden nicht mehr schaffen in der Ordination, wenn das jetzt sozusagen über den ORF hinausgeht. Darf ich jetzt noch ernsthaft eine Ergänzungsfrage? Ja, bitte. Machen Sie das immer als Begleitung zur schulmedizinischen Maßnahmen? Sie sind ja Allgemeinmediziner. Oder machen Sie das durchaus auch losgelöst, völlig ohne dem anderen, was Sie auch schulmedizinisch praktizieren? Nein, es gibt so ein Spezialgebiet bei mir, das ist aus meiner Geschichte entstanden, weil ich ja Flugbegleiter war viele Jahre. Und deshalb ist die Flugangst einfach mein Heimspiel. Und Wer versteht die Betroffenen besser als Sie selber? Ja, das mag ich gern. Und ich mag das Thema und es ist so schön, weil man bei der Flugangsttherapie ganz konkret sagen kann, hat es gewirkt oder nicht, weil die Leute fliegen dann oder sie fliegen nicht. Und das ist, wie hoch ist die Erfolgsrate? Ich habe in 10 Jahren, es gibt eine einzige Patientin, die mal zu mir, und das ist das Schöne auch übrigens in unserer Arbeit, anders als bei der Showhypnose, wir reden ja nachher noch mit den Leuten, wie es ihnen geht, sogenannte Katamnese, und eine einzige Patientin hat mal dann den Rückweg von Marokko doch mit dem Schiff und Zug und war 3 Tage unterwegs. Und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich mag nicht mehr fliegen. Aber sonst... Natürlich, sonst, gibt keine Garantie. Nein, es gibt keine Garantie und aber die Quote ist super. Aber darf ich Sie, das haben wir vorher, glaube ich, nicht erwähnt, wenn ich Ihnen zuhöre... Mhm. Ängste dürften doch ideal sein, ideal. Oder? Das ist ein ganz, ganz starkes Thema. Ja. Ideal. Ängste sind ein ganz ideales Thema, weil man muss immer schauen, was dahinter ist. Nicht? Wenn zum Beispiel eben eine Patientin mit dem Schiff doch zurückfahren muss, dann gibt es da dahinter was eben
weit eher zum Psychotherapeuten dann kennen. Das ist vielleicht eine dumme Frage an Sie. Man kann ja auch nicht sagen, wenn ich bei Ihnen beginne, bei Ihnen dreien, weiß ich nicht, in wie viele Sitzungen das geht, oder? Das kann einmal, dreimal, dass Sie sagen, in drei Sitzungen haben wir es geschafft. Ich hoffe, ich habe in der ersten Sitzung meine Schlüssel gefunden. Es kann aber passieren, dass Sie sagen, wir müssen uns 20, 25, 50, das kann man ja wirklich nicht sagen. Genau. Jetzt fange ich eine kritische Geschichte. Kann das negative Auswirkungen haben? Ich beginne bei Ihnen. Ich habe also, Ängste oder was auch immer, beginne eine Therapie, wir sind mittendrin und dann sage ich irgendwie, eigentlich will ich nicht mehr zu Ihnen kommen, ich breche ab. In der Hypnose ist man ja sehr nahe am Patienten, mental, und sehr behutsam und sehr vorsichtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt sagt, nein, das will ich nicht mehr. Ich will nicht, dass Sie sich um mich kümmern. Ich will nicht, dass Sie mich begleiten durch diesen Prozess. Ist unwahrscheinlich. Wirklich? Ja, außer der Mensch, Sie sind dem eh nicht sympathisch, aber dann... Aber gibt es nicht die andere Situation? Ich bitte es nicht persönlich zu nehmen. Ich komme jetzt zu Ihnen. Jetzt bin ich 10-mal bei Ihnen gewesen und habe das Gefühl, meine Angst oder meine Depression hat sich gar nicht... irgendwie gebessert. Ich bin Internist, ich kenne das von mir. Dann gibt es ja dieses auch Doktor-Shopping. Der macht nicht das, was ich will. Es wird nicht sofort besser. Die Erwartungshaltung, Sie müssen sofort. Dann gehe ich einfach, weil jetzt soll ich noch ein 11. Mal kommen. Und das wird ja besprochen, ne? Wie lange eine Therapie dauern könnte. Und wenn man mal ein paar Sitzungen gemacht hat, dann kommt man wenigstens zu dem Schluss, okay, wird sich das Problem kurzfristig, mittelfristig oder längerfristig lösen lassen. Und in der Psychotherapie zählt alles, was unter kurzfristig, alles, was innerhalb von 10 bis 20 Einheiten vielleicht passiert. Ja, dann beginnt der mittelfristige Bereich und über 40 Einheiten sind wir dann im längerfristigen Bereich. Langsam, intensiv. Das heißt, ich muss von Anfang an bei manchen Sachen klar machen, wir reden hier von einem längeren Zeitraum, Erwartungshaltung, dass wir in 4 Wochen das gelöst haben. Vergessen Sie das bitte. Naja. Das ist ja Fluch und Segen der Showhypnose, Meinungen vieler Patienten. Es kann schon sehr schnell wirken. Und wenn da wirklich Not ist und der Mensch sagt, ich muss einfach nächste Woche auf dieses Meeting nach New York fliegen, bitte geben Sie Ihr Bestes. Und ich gebe mein Bestes und der Patient gibt auch sein Bestes in der Hypnose, dann kann es durchaus mit einer Sitzung klappen. Ja. Nehmen wir einen Klassiker, Prüfungsangst. Patientin ruft an, haben Sie Prüfungsängste? Ja. Ja, weil ich habe nächste Woche... und ich muss noch viel lernen, eine Prüfung, kann man da was machen? Das heißt, Sie melden sich aber früh. Ja, ich weiß. Okay, wir haben eine Chance. Ich gebe Ihnen die letzte Sitzung am Abend und wir machen es so lange, bis es gut ist. Okay. Egal, wie lange es dauert. Okay. Super. Also, okay, mit der Haltung kommen die Patienten. Ja. Ich sitze hier vielleicht die ganze Nacht. Ja. Open End. Super. Ich habe eine Frage noch an Sie. Das kam auch so deutlich bei der Befragung heraus. Das Vertrauen. Ja. Jetzt sitzen Sie drei da, Sie sind seriös, man sieht Ihre Qualität, man sieht Ihre Fähigkeiten. Wie schaut es in Österreich aus mit der Ausbildung? Wie schaut es aus mit der Zertifizierung? Wie schaut es damit aus, dass ich eigentlich, wenn ich bei Ihnen anläute, viele sich denken, ich werde sehr viel aus meinem Innersten, was ich sonst verschlossen halte, erzählen. Da muss schon unendliches Vertrauen sein, auch in Ihre Ausbildung. Wie ist die Ausbildungssituation und die Qualität in Österreich? Also die Ausbildungssituation ist medizinische Hypnose, gibt es den Universitätslehrgang. Das heißt, ich muss eine medizinische Ausbildung machen, Facharzt oder Allgemeinmediziner, also und dann zusätzlich den Lehrgang. Genau, also das ist sozusagen, prinzipiell kann jeder Arzt Hypnose anwenden. Natürlich ist günstig, wenn man eine Ausbildung entsprechend nachweisen kann. Daher haben wir diesen Lehrgang auch initiiert und das sind wirklich 7 Wochenenden, höchst intensiv mit sehr viel Supervisionsarbeit, wo man wirklich innerhalb von 2 Semestern lernt, mit diesem Tool sehr gut und sehr verlässlich umzugehen.
Gibt es eine Qualitätszertifizierung? Gibt es eine Prüfung am Schluss, wo Sie wirklich schauen, ob die Kandidaten nicht nur anwesend waren, sondern die Qualität erreichen? Es gibt jedes Mal bei jedem Modul eine Prüfung und es gibt am Schluss auch die Prüfung und die Abschlussarbeit. Also es ist die durchgehen durch den Lehrgang, die können es. Das heißt, ein Jahr, zwei Semester, einjährige Ausbildung. Genau. Habe ich die Auflage, nachher nachzuweisen, dass ich mich fortbilde? Weil jetzt habe ich den Lehrgang gemacht 2000 und gehe nie wieder irgendwo hin. Möchte ich beschreiben, dass die psychotherapeutische Ausbildung sich ganz stark von der medizinischen Hypnoseausbildung unterscheidet. Und wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, eben eine gesetzliche Regelung dafür zu haben. Um Hypnose-Psychotherapeut zu werden, ist eine Ausbildung von 2000 Stunden notwendig. Die ÖGATAP trägt diese Ausbildung. 2000 Einheiten, ja. Da muss ich kein Arzt sein. Das ist der Unterschied. Nein, man muss ein zweijähriges College-artige Vorbildung, sogenanntes Propädeutikum machen, bevor man dann eine Zulassung bekommt zu der Aufnahme eines Fachspezifikums, wie es so heißt. Hypnosepsychotherapie ist in Österreich eine vorwiegend tiefenpsychologisch orientierte psychodynamische Therapierichtung, die aber Verhaltenselemente und systemische Elemente umfasst, also eine integrative Richtung. Und die Ausbildung ist fundiert, schließt ab mit einem Zertifikat. Man lässt sich dann eintragen in eine Liste des Gesundheitsministeriums. Die ist leicht nachsehbar, da kann jeder nachsehen, wer diese volle Ausbildung hat. Und Sie sind ja nicht nur in Österreich, Sie sind auch in Bayreuth im Ausland. Ja. Sie würden sagen, das Niveau der österreichischen Ausbildung, auch für die Menschen, die jetzt interessiert sind an dem Thema, entspricht sozusagen höchsten Ansprüchen. Ja, vor allen Dingen auch die gesetzliche Grundlage. Es ist also für den Laien erst nicht leicht, aber eigentlich schon leicht nachzuschauen, wer über eine volle Ausbildung verfügt und wer eine Weiterbildung hat und wer nichts Klinisches hat. Das war noch meine Frage. Besteht die Verpflichtung eigentlich, dass ich alle 10 Jahre wieder oder nachweisen muss, dass ich Fortbildung gemacht habe und nicht das praktiziere, was ich vor 20 Jahren gelernt habe? Ja. Das gilt auch für die Ärzte, die den Lehrgang gemacht haben. Im Lehrgang, wenn der abgeschlossen ist, ist er fertig. Aber wir haben Kontakt mit unseren Absolventen und laden sie immer wieder ein und sie kommen auch zu Follow-up-Seminaren. Ja. Genau. Ja. Ganz wichtig, wenn wir uns dem Ende der Sendung nähern, wenn ich Betroffener bin, wie nachhaltig ist das? Wir haben so nette Beispiele gebracht. Ja. Nächste Woche muss ich fliegen, ich habe Angst. Ja. Nächste Woche habe ich eine Prüfung. Diese wunderbaren Menschen, die in der letzten Minute kommen und jetzt Fix-It machen wollen. Ja. Aber wenn es darum geht, dass ich ein wirklich schwerwiegendes Grundproblem habe, eine lang anhaltende Angst, eine schwere Depression, wie anhaltend ist die Therapie, die ich bei Ihnen gemacht habe? Oder ist es so, wenn ich die Tablette nicht mehr einnehme, geht der Blutdruck nicht mehr runter? Ich hätte es längst lassen, wenn es so wäre. Ich habe das Gefühl, wenn Hypnose wirkt, dann wirkt sie schnell und tief und nachhaltig. Und das ist das Schöne an der Methode. Mhm. Das ist wie wenn man Samen sehen würde und sie wirken nach, sie wachsen irgendwann im Laufe der Zeit. Und es entsteht im inneren Garten etwas ganz Wundervolles. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass es mit diesem Verfahren wirklich Nachhaltigkeit gegeben ist. Mhm. Für die Schlussrunde eine Frage an jede von Ihnen. Wem würden Sie Meditation und wem würden Sie Hypnose empfehlen? Darf ich vielleicht mit Ihnen, Frau Walter, beginnen? Für mich ist zwischen Meditation und Hypnose insofern gar kein Unterschied. Als Meditation lebt sozusagen von der Selbstsuggestion und in der Hypnose habe ich die Fremdsuggestion, also die Suggestion vom Hypnotiseur oder Hypnotiseurin gesetzt. Das heißt, wenn jemand gerne selber alles macht, dann eher in die Meditation oder ins autogene Training, ist ja auch nichts anderes. Das haben wir heute gar nicht erwähnt. Genau, aber das ist ja auch, Eine Form der Trance. Eine Form der Trance und der Meditation eigentlich. Und wenn jemand sagt, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel rund um die Ohren, ich
Ich hätte gerne ein bisschen Ruhe. Gut. Dann ist Hypnose gut. Perfekt. Ganz geklärt. Ja, das Schöne ist, dass Meditation tatsächlich die beste Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und wie Frau Walter schon sagt, das ist Autonomie fördernd. Und natürlich in die Hypnose kann ich nicht allein gehen. Da muss ich zu jemand gehen. Ja? Und das ist der große Unterschied. Für Sie? Darf ich noch etwas zur Nachhaltigkeit sagen? Das ist mir doch sehr wichtig, weil es gibt ganz schwere Fälle. Ne? Menschen, die sehr früh vernachlässigt worden sind, die wirklich schwere strukturelle Defizite haben, wo man in der Hypnose ein Nachreifen ermöglicht, keine Interventionen großartig anwendet, sondern nur eine Beziehung herstellt. Und das kann ein langer Prozess sein, in der innerhalb dessen Patienten wirklich an Reife gewinnen können und sich entwickeln können, was sie vielleicht schon in der Kinderzeit hätten erfahren sollen. Also es ist möglich, auch schwere Fälle gut zu behandeln im Rahmen einer haltenden hypnotischen Beziehung. Noch was, wenn die Patienten die Geduld aufbringen zu machen, bis es gut ist, dann ist es nachhaltig. Aber noch einmal ganz kurz, wer sind für Sie die geeigneten Patienten? Nun, geeignete Patienten ist jeder, der... Denen Sie das jetzt empfehlen würden? Ja, der bereit ist. Und also, Fantasie spielt eine große Rolle, Kreativität macht die Menschen geeignet, dann ein gutes Vorstellungsvermögen und die Bereitschaft, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. Was nicht notwendig ist, ist die Überzeugung, dass es funktioniert. Man darf skeptisch sein. Gut. Ich möchte mich mit einem Zitat von Milton Erickson verabschieden. Therapeutische Trance ist fokussierte Aufmerksamkeit, die auf bestmögliche Weise so gesteuert wird, dass der Patient seine Ziele erreicht. In diesem Sinne, das gesunde Gespräch ist auf der TVTEC die nächsten 7 Tage abrufbar. Sie sehen jetzt eingeblendet, wie Sie das machen können, unter welcher Adresse. Ich danke Ihnen. Sie waren ein großartiges Team. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen im Namen des ganzen Teams fürs Zusehen und hoffe, dass Sie viele gesunde Gespräche haben. Bis zum nächsten Mal.